Hey Leute, ich bin's Nola und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich zeige euch heute meinen Mock, was ich ja hier stehen hatte. Ich habe das jetzt noch ein bisschen zu Ende gebaut, habe noch ein paar Pflanzen und natürlich die ganzen Figuren da noch hingestellt und habe mir dann noch so eine kleine Story ausgedacht. Also hauptsächlich ging es darum, dass die Droiden diesen Scout der Klone verfolgt haben. Und der hat die sozusagen dann zu dieser kleinen Außenposten geführt. Und jetzt hat General Grievous 8 Superkampfdroiden, zumindest hier sind es 8, geschickt. Und die sollen jetzt versuchen, die Basis einzunehmen. Aber die Klone sind natürlich jetzt sehr überrascht, dadurch, dass sie damit nicht gerechnet hatten. Und sind jetzt auch jetzt nicht gerade in der Überzahl. Und ja, darum soll es gehen. Ich zeige euch einmal kurz, wie das Ganze aussieht. So, hier einmal die Seite. Da haben wir die eine Wache von den Klonen, die draußen stand. Die wurde hier von denen überrascht und abgeschossen. Und hier haben wir dann einmal den Scout. Der ist auch erschossen worden mit seinem Speeder. Wo auch noch seine Waffe drauf liegt. Und hier sind dann noch die Superkampfdroiden. Ja. Wie ihr sehen könnt, hier noch über so ein paar Büsche, ein paar Pflanzen, so ein paar Steine außen, dann hier in der Mitte dieser Fluss und dann kommen wir einfach mal zu der Seite. Ich drehe mal kurz das Ganze, wenn das hoffentlich gibt jetzt nichts um. Es ist ein bisschen schwer hier. Wartet mal kurz, ich muss mal eben. Ja, so. So. Ja. Also, wie ihr sehen könnt, hier sind die Superkampfdroiden und der Speeder und der Scout. Hier vorne kommen dann zwei Klone mit Blastern aus dem kleinen Gebäude raus und haben schon diesen einen da erschossen. Und die anderen feuern halt noch auf die drauf. Da in der Ecke steht dann noch so ein Tank. Und ja, dann schauen wir uns mal kurz das Gebäude von außen an. Da haben wir hier so Lüftungsschächte, hier noch einen und hier noch so einen anderer, hier so ein Schlauch, eine Antenne und noch so einzelne kleine Details. Und hier außen läuft dann so eine Leitung rum. Jetzt ist innen drin wahrscheinlich gerade was umgefallen. Ja, und dann kommen wir auch gleich zum Inneren. Ja, genau, da ist nämlich wieder die eine Figur umgefallen. So, nein. So. Hier drin sieht man, ist jetzt nicht großartig viel. Es ist allgemein in beiden Gebäuden so gefliest. Hier einmal in beige, da vorne in grau. Ja, hier sehen wir den Mediziner, den ich immer so benutze. Als Mediziner diese, ja, eigentlichen, ich glaube, das war ein Bomb Squad Trooper. Hier haben wir dann diese Liege und da will er jetzt versuchen, noch einen von den beiden, die abgeschossen wurden, vielleicht noch zu retten. An der Wand sind dann so kleine Details. Hier unten ist dann einmal ein Computer, um die Tür zu öffnen und zu schließen. Ich habe ja gesagt, das sind da so Strahlentore. Und das möchte ich euch einmal demonstrieren. Da muss ich einmal den hier wegnehmen. Na, so. Der kommt jetzt einfach mal hier hin. Und dann nimmt man einfach das Teil zum Reinschieben. Und schiebt es dann bis hier hinten durch. Und dann hat man sozusagen hier so ein Strahlentor. Und das kann man dann auch wieder rausnehmen. Ist eigentlich ganz nett. Ich wollte mal was anderes machen und nicht mal diese Schiebetöne. Dachte ich, mache ich mal so als Strahlentore. Das hatte ich irgendwo, glaube ich, gesehen. Da hatte jemand, oder war ich das sogar selbst? Ich weiß es gar nicht. Da hatte irgendwer auf jeden Fall so Art Strahlen benutzt bei einem Gefängnis oder so in der Richtung. Und dann dachte ich, mache ich das auch. Ja. Dann drehe ich das nochmal ganz rum auf die ganz andere Seite. So. Ja. Also hier an dem Gebäude läuft die Leitung dann weiter. Hier oben sind dann wieder so ein paar Lüftungsschächte und so ein paar andere Lüftungsteile, dann so ein paar Details, hier wieder Schläuche und Antennen. Ja, hier vorne sehen wir dann auch wieder 4 Superkampfdroiden, einer davon auch, der gerade ins Wasser stürzt. Da vorne ist ja der eine schon kaputt gegangen. Das kommt jetzt von denen da vorne. Wie ihr sehen könnt, da ist ein Klon und ein Klon-Gunner. Und der Klon, der hatte vorne den Superkampfdruiden abgeschossen, der hier unten liegt und fast ins Wasser fällt.
Ja, wie gesagt, da vorne liegt dann die Wache und dann sind hier noch drei weitere Superkampfdroiden und halt so ein paar Details, so grünes Zeug. Und hier haben wir dann auch wieder so ein strahlengeschütztes Tor. Und ja, dann will ich mal das Dach abnehmen. Und das ist ein etwas größeres Gebäude im Vergleich zu dem da hinten. Hier sehen wir dann einen Computer, wo ein Clone Gunner, die ich ja meistens auch als Techniker benutze, dran steht. Und ja, der fummelt da so ein bisschen am PC rum. Hier ist dann ein Klon, der holt sich jetzt gerade eine Waffe. Hier ist dann der Türöffner und Schließer, also dieser Computer. Und da vorne ist ein Helmhalter und der eine Klon hier mit den schwarzen Haaren nimmt sich gerade einen Helm darunter. Und wird sich dann danach wahrscheinlich eine Waffe darunter nehmen. Ja, so, das wäre es dann eigentlich schon zu dem Gebäude. Also, wie ihr seht, ist das Mock jetzt nicht so allzu groß, aber ich habe euch ja auch schon gesagt, das ist eigentlich so gut wie alle Teile, ja, die ich habe im Moment, die jetzt in diesem Mock drin sind, was die grauen Teile angeht. Da muss ich auf jeden Fall mal wieder was kaufen. Ja, und dann kommen wir jetzt zu dem, was ich sehr schön finde, und das ist hier diese Brücke. Die ist komplett durchsichtig, wie ihr sehen könnt. Also hier drunter sieht man ja das Wasser. Ist jetzt nicht so stabil, aber das sind doch nur diese Scheiben. Also mir gefällt es sehr gut. Das habe ich auch irgendwo gesehen, nur halt als komplett grau durchgängiges. Ja, das war einfach komplett grau. Ich wollte aber irgendwie, dass man das Wasser darunter sieht. Und habe dann diese Fenster eingebaut und ich finde, das sieht echt gut aus. Das könnte man vielleicht mal bei so einem etwas höheren Steg machen, wenn das Mock jetzt zum Beispiel 2 Stockwerke hoch wäre oder so und das dann so auf halber Höhe vielleicht aufhängt. Das sieht dann bestimmt noch cooler aus oder auch vielleicht ein bisschen größer. Ich habe das jetzt erstmal so ausprobiert, es funktionierte sehr gut. Und dann habe ich hier außen noch so Geländer und hier außen dann noch so schräge Steine, damit das alles nicht so kantig aussieht. Und ja, das wäre es dann auch eigentlich schon zu dem Mock. Ihr wolltet das ja unbedingt sehen und dann habe ich gedacht, dann mache ich das doch mal noch zu Ende. Ja, gibt es noch zu sagen? Das Herr der Ringe Sammlungsvideo, das wird auch noch kommen diese Woche. Ab nächster Woche bin ich nicht da und deswegen, also nächste Woche, Ende nächster Woche bin ich nicht da, deswegen wird das wahrscheinlich noch so Montag bis Donnerstag wird das noch kommen. Und dann hätte ich auch eure Wünsche schon erfüllt und was dann noch so kommt, das ist dann nochmal so ein kleiner Ferienbonus von mir. Und ja, ich hoffe, es Mock hat euch gefallen. Ihr wolltet das auch unbedingt sehen. Also mir gefällt es jetzt auch, aber ich finde irgendwie so, man merkt schon, ich habe richtig wenig Teile. Also wenn ich das jetzt so sehe, das ist schon erschreckend, wenn man jetzt sieht, was teilweise andere Leute so bauen. Also da muss ich auf jeden Fall nachholen. Ja, ein bisschen was nachholen. Ja, und mal wieder ein bisschen mehr Geld in Steine stecken. Im Moment sind ja auch jetzt nicht gerade so wirklich gute Star Wars Sets, die man sich jetzt kaufen könnte. Im Sommer kommen wieder interessante raus, aber auch nicht alle. Und mal gucken, wie das wird. Ja, das wär's dann damit. Ja. Dankeschön fürs Zuschauen. Abonniert, bewertet und kommentiert. Und ciao, bis zum nächsten Mal.